Damen und Herren, wir werden in wenigen Minuten in Neapel auf dem Cappuccino Airport landen. Sie werden gebeten, sich nun wieder anzuschnallen und das Rauchen anzustellen. Danke. Ladies and gentlemen, we are now about to land in Naples. Würden Sie sich bitte anschnallen? Alles in Ordnung, Carter. Wie fühlen Sie sich? Nicht so besonders. Es würde mich beruhigen, wenn Sie bei mir sitzen würden. Geht nicht. Unsere Bestimmung, Sie wissen doch. Aber Trost und Zuspruch geben gehört doch wohl auch zu Ihren Aufgaben. Die Lüftung? Danke. Wollen Sie sich jetzt bitte auch anschnallen? Wir landen. Wo ist denn Nora? Weiß ich nicht. Du steig schon ein. Nora? Nora! Ah, jung, gut aussehend und wahrscheinlich hat er auch Geld. Jedenfalls ist er großzügig. $100 hat er springen lassen, nur damit ich diesen Brief abgebe. Ach, und womöglich in seine eigene Adresse. Hm? Dann wäre er knickrig gewesen. Na, was sagst du? Wunderbar. Neapel ist eine herrliche Stadt. Hier möchte ich öfter sein. Ja, und die Neapolitaner sind auch nicht ohne. Ciao. Ciao. Ach, seien Sie doch bitte so nett und halten Sie an der nächsten Ecke. Wo willst du eigentlich hin? Ich muss doch den Briefträger spielen. Wir sehen uns nachher im Hotel. Ja, ja, ja. Auf die Geschichte bin ich jetzt schon neugierig. Ich werde dir auch alles beichten. Ciao. Brauchen Sie immer noch Trost und Zuspruch? In gewisser Weise ja. Ich habe ein kleines Attentat auf Sie vor. Ich habe viele Jahre in Afrika gelebt, müssen Sie wissen. Ich bin zum ersten Mal in Neapel. Ich kenne mich nicht aus.
Guten Tag. Wunderbares Mädchen. Guten Tag. Guten Tag. Man lacht sehr schön. Ich soll hier einen Brief abgeben. Oh, wer schreibt mir denn? Nein, er ist für Signor Severo persönlich. Dann kommen Sie. Kommen Sie mit. Ich bringe Sie hin. Persönlich. Schönes Mädchen. So schönes Mädchen. Sehr schön. Ich bringe Sie hin. Bringen Sie hin zu Signor Severo. Ein Brief für ihn. Und schönes Mädchen. Wo ist er denn nun? Sei still, du! Da drüben. Ich bringe Sie hin. Also, was ist damit? Hier, zu Signor Severo, bitte. 10.000 in Bar und 2 Steine. Signor Severo. Die Ware ist erste Klasse, daran gibt's nichts zu tippen. Entschuldigen Sie, ich habe hier einen Brief für Signor Severo. Signor Severo? Steht vor Ihnen. Na. Tja, weiter wäre dann nichts. Auf Wiedersehen. Moment! Bei uns wird auf Antwort gewartet. Er ist vom Amerikaner. Dann ist er also hier. Wer hat Ihnen den Brief gegeben? Raus damit! Ein Mann am Flughafen hat mich einer gefragt, ob ich ihm einen Gefallen tun würde. Er hat gesagt, er könnte ihn leider nicht selber abgeben, weil er weiterfliegt. Mit der nächsten Maschine schon. Aber es wäre sehr wichtig. Er hat mir $100 gegeben. Was war das für ein Mann? Kann ich Ihnen nicht beschreiben. Hör doch nicht ins Gesicht! Er war groß, ziemlich breitschultrig und trug einen Panama-Hut. Ach ja, und dann eine Sonnenbrille, eine sehr große. Ich konnte kaum was sehen von seinem Gesicht. Mehr kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Das ist alles, mehr weiß ich nicht. $100. Britischer Pass. Was steht denn in dem Brief? Ich poliere dir deine Glatze, teilt er mir mit. Aber da irrt er sich. Oder er hätte mich nicht warnen dürfen. Ich sage dir, der will dich nervös machen. Und darauf gibt's nur eine Antwort. Überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen. Du blöder Hund. Wir wissen fast nichts über den Amerikaner. Wir wissen nur, wenn ihn jemand sieht, kann er ihn später nicht mehr beschreiben. Außerdem arbeitet er allein. Aber er hat allein doch... arbeitet er. Außerdem glaube ich, dass das Mädchen die Wahrheit sagt. Ich nicht. Sie muss ein Gesicht gesehen haben. Er hat sie benutzt, um dich aus der Deckung zu locken. Warum soll er denn weiterfliegen? Meiner Ansicht nach ist er in Neapel oder zumindest in der Nähe und hat's auf dich abgesehen. Nein, nein, glaube mir, der ist bestimmt nicht abgereist. Also gut, der Amerikaner ist noch hier. Aber es wird ihm leid tun, dass er nicht wieder abgeflogen ist. Unser Blondengel wird ihn für mich aufstöbern. In welchem Hotel wohnen Sie? Die Gesellschaft hat uns im Holiday Inn einquartiert. Würden Sie den Mann wiedererkennen, der Ihnen den Brief in die Hand gedrückt hat? Vielleicht. Vielleicht ja oder vielleicht nein? Ich glaube schon. Das lässt sich hören. Sie bleiben so lange hier, bis er wieder auf Sie zukommt. Ihre Gesellschaft wird auch mal ohne Sie fertig werden können. Nein, das geht nicht. Ich muss denen doch irgendwas sagen. Sie melden sich einfach krank. Das kann sogar chronisch werden. Was soll das heißen? Damit Sie ein für alle Mal wissen, wo es bei uns lang geht. Wir machen hier keine halben Sachen. Es versteht sich wohl von selbst, dass Sie Ihren Mund halten. Über Ihren Besuch bei uns wird nicht gesprochen. Kein Wort zu niemandem. Haben wir uns verstanden? Mhm. So, und jetzt an die frische Luft mit ihr. Ja. Ja.
beschattest sie. Signorina, Signorina, was ist? Was haben Sie denn? Signorina, was ist passiert? Ist Ihnen nicht gut? Schöne Signorina. Oh, so schön. Nur mal anfassen. Hey, Tano, anfassen. Nimm deine Finger weg. Na los, komm schon, steh auf. Was bist du denn von mir? Na, hast los, du was dagegen? Dass du verschwindest! Irrer, du. Du bist eifersüchtig! Nur eifersüchtig! Ich hab sie zuerst gesehen! Sie gehört mir! Es ist meine! Ich lass sie mir nicht wegnehmen! Das darfst du nicht! Nein, das lass ich mir nicht gefallen! Sonst sage ich es Mama! Ich sage es Mama, dass du sie mir wegnehmen! Na warte! Na warte! Du böser Bube! Das sag ich Mama! Bleib dran. Aber nicht so dicht, er muss uns ja nicht unbedingt sehen. Der fährt ja zu sich nach Hause. Na, dann park mal hier gleich. Wer sind Sie? Jetzt denken Sie mal an gar nichts. Ruhen Sie sich aus. Das hier ist meine Wohnung. Hier sind Sie absolut sicher. Ich muss jetzt weg, aber ich bin bald wieder da. Ich glaube, so schläft sich's nicht so gut. Ja, da haben Sie recht. Hier werde ich doch nicht belästigt, oder? Nur auf Verlangen. Den Wecker auf 8 gestellt. Bis dahin müsste ich schaffen. Und das hier wasche ich schnell mal durch. Das finde ich ganz reizend von Ihnen. Wie mache ich das nur wieder gut? Das ist kein Problem. Da fällt uns schon was ein. Uns beiden. Zwei, eins, drei, bitte. Hallo, Carmen.
Ich bin's, Nora. Na endlich, sag mal, wo steckst du denn? Na, du hast ja wieder mal für den richtigen Wirbel gesorgt. Die im Office haben den ganzen Tag versucht, dich zu erreichen. Was war denn? Ach, ist wieder eine krank geworden. Und weil die keine vom Standby erreichen, sitzen wir jetzt hier fest. Für wie weiß wie lange. Du, Nora, sag mal, wie ist denn dein Scheich? Interessiert mich brennend. Wie soll er schon sein? Muss doch große Klasse sein, du warst immerhin den ganzen Tag weg. Und wie macht sich deine? Oh, meiner ist sensationell. Du kennst ihn übrigens. Ein Geschenk des Himmels. Meiner betet auch nicht schlecht. Ich meine doch, wie er im Bett ist. Das wird sich erst noch zeigen. Ich kann jetzt nicht sprechen. Ciao, bis später. Das war meine Kollegin. Ich habe ihr nur Bescheid gesagt, damit sie sich nicht wundert. Die waren wohl ganz schön grob. Wie Gentlemen haben sie sich nicht benommen. Trinken Sie was? Könnte ich brauchen, aber was Kräftiges. Kriegen Sie. Warum tun Sie das alles? Sie kennen mich doch gar nicht. Naja, kann er noch werden. Ja. Danke. Und was ist, wenn es Mr. Silvera nun nicht gefällt, dass Sie für mich den Schutzengel spielen? Sie arbeiten doch für ihn. Dazu kann er sich stellen, wie er will. Ist für mich völlig uninteressant. Außerdem ist seit gestern mein Vertrag mit ihm abgelaufen. Wie heißen Sie? Manuel. Und Sie? Nora. Und Nora hat sich das alles selbst eingebrockt. Schon als Kind hat mir meine Mutter immer eingeschärft, ich soll nicht mit fremden Leuten reden. Aber der Mann auf dem Flugplatz, der erschien mir ganz harmlos. Und da habe ich ihm eben den Gefallen getan und habe den Brief abgeliefert. Diesmal hätten Sie eben doch auf Ihre Frau Mutter hören sollen. Ja, dann hätte ich mir wenigstens die Tracht Prügel erspart. Was stand denn drin in dem Brief? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht gelesen. Aber eins weiß ich, er hat eingeschlagen wie eine Bombe. Offenbar hat dieser Amerikaner damit gedroht, dass er Silvera umbringen will. Ich soll dabei wohl als Köder benutzt werden. So viel habe ich mitbekommen. Wollen Sie mehr über die Sache erfahren? Um Gottes Willen. So vergnügungssüchtig bin ich nun auch wieder nicht. Man kann nie genug wissen. Und man lernt nie aus. Darf ich nach der Größe fragen? Mir passt alles, aber ich hab nichts. Ach, ich bin bestens sortiert. So? Wie darf ich denn das verstehen? Hier, suchen Sie sich was aus. Hallo, ein ganzer Schrank voll Wäsche und Kleider? Ach, so einer sind Sie also? Ich nicht, aber mein Freund, der Boxer, der ist Pelztierjäger. Wir sind hier überhaupt ein sehr fröhlicher Verein. Bei uns darf jeder, wenn er kann. Wäre das nicht was für Sie? Müsste Ihnen stehen. Wieso mir? Ach so. Danke. Sehr schön. Sie hatten recht. Eben. Was sind das hier alles für Fotos? Sind Sie auch Boxer? Das war einmal. Aus und vorbei. Und warum? Ich habe abgenommen. Da musste ich umsatteln. Jetzt arbeite ich als Leichtmatrose. Auf einem Karussell. Na, wie sehe ich aus? Wie Eva im Kostüm. Danke. Aber Alfred, der Schlangenmensch, ich meine Fernando, der Pelztierjäger, der macht sich auch hervorragend darin. Wir gehen zur Polizei. Im Moment sind Sie hier noch sicher, aber wer weiß wie lange. Zur Polizei? Ja, ja, Sie haben richtig gehört. Passt mir aber ganz und gar nicht. Kommen Sie warum schon, denn? Das ist das Beste für Sie. Ich kenne Kommissar Calogero, der wird Sie unter seine Fittiche nehmen. Dem macht das vielleicht Spaß, aber mir bestimmt nicht. Silvera hat mir ausdrücklich Sprechverbot verordnet. Aber wenn Sie meinen, dass es besser ist, wenn die Polizei informiert wird. Das meine ich allerdings. Ganz entschieden besser sogar. Nach Ihnen. Danke. Naja. Ist der Kommissar da? Hey, Pinsel, ob der Kommissar da ist. Ich sagte ja, Pinsel. Guten Abend, Kommissar, darf man? Ja, ja, bitte, kommen Sie nur rein.
Bitte, nehmen Sie Platz. Ciao, Manuel. Immer geschmückt mit schönen Frauen. Extraklasse. Die Dame ist Italienerin? Engländerin. Ich spreche leider nicht Englisch. Kann ich Sie vielleicht mit einer Zigarre freuen? Thank you. Nastrovia. Gib der Dame Feuer. Oh, thank you. Oh. Vielleicht später. So, und jetzt müssen Sie mir erstmal verraten, was ich für Sie tun kann, denn dafür bin ich ja da. Ich stehe voll. Das wagte ich ja gar nicht zu hoffen. Eben ja. Wer ist der Amerikaner? Wie? Wer der Amerikaner ist? Sein Gebäck mit Zuckerguss. Ich lache gleich. Sie wollen von mir etwas über den Amerikaner hören, Manuel? Ich habe das Gefühl, Sie wissen mehr als ich. Er ist in der Stadt und will Silvera umbringen. Nein. Das ist ja eine handfeste Meldung. Kommt die von Ihnen? Madame, wenn Sie mal so freundlich sein wollen, ja, Ihr Weichbild bitte, ja. Passport. Ja. Haarfarbe schwarz. In blond gefällt sie mir entschieden besser. Sie hat Silvera einen Brief von dem Amerikaner gebracht. Und jetzt will Silvera sie als Lockvogel benutzen. Was macht man da? In so einem Fall sind der Polizei die Hände gebunden. Da sind wir machtlos. Leider. Sie könnten doch Silvera verhaften. Dann verschwindet der Amerikaner und Miss Green ist nicht mehr bedroht. Wie stellen Sie sich das vor, ohne jeden stichhaltigen Grund? Dann verhaften Sie den Amerikaner. Einfach so, ja? Den Amerikaner einfach so verhaften, du dummes Luder, du kleine Misthure. Pardon. Seit dem 12. Jahrhundert versucht die ganze Welt, den Amerikaner zu schnappen. An dem hat sich schon das FBI die Zähne ausgebissen und ohne Erfolg. Ganze Völkerscharen sind auf den Mann angesetzt worden. Und wenn ihn wirklich mal einer zu Gesicht bekommen hat, mausetot. Unser Held hinterlässt niemals eine Spur. Löst sich jedes Mal in die Luft auf. Einmal ist er an einem Tag angeblich in 3 verschiedenen Städten aufgetaucht. In Istanbul, Paris und New York. Und was der für Morde auf dem Gewissen hat, ich greife bloß mal einen raus. Anastasia. Mehr sage ich nicht. Ein Experte wie der ist nicht so einfach zu fassen. Sie sagen, er ist in Neapel. Na und? Neapel ist groß. Ich habe 10 Jahre lang versucht, einen Zuhälter von der Via Sanio zu schnappen. Gleich um die Ecke, 2 Straßen weiter. Ich habe ihn heute noch nicht. Und er bildet sich ein, ich liefere ihm den Amerikaner. Was ich brauche, sind Beweise und keinen Täter. Denn wenn ich Beweise habe, dann kann ich einen Täter draus basteln. So kann ich gar nichts tun. Ich bin gleich wieder da. Guten Abend. Wie war das? Ich sagte guten Abend. Wie? Was sind Sie denn nun, blind oder taub? So, wir können. Also, im Gefängnis fragt der Direktor einen, der zum Tod durch den elektrischen Stuhl verurteilt ist. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie noch einen letzten Wunsch? Ja, halten Sie meine Hand. Ich weiß nicht, wo ich heute meinen Kopf habe. Ach ja, ich habe ihn mit dem Hut in der Garderobe abgegeben. Nein, es ist nicht zu fassen, welche Mengen unsere Minister essen können. Deswegen sind ihre Toiletten auch besonders riesig. Ja, bitte hier, ich wäre dort. Beschwert aus dem Ministerium. Hatten Sie heute noch was vor, Signore? Und Sie? Und Sie? Dann aber husch, husch die Waldfee, sonst kommen wir zu spät. Ciao. Ciao. Danke. Ciao. Oh. Hallo, Rosi, wie geht's dir? Der liebe Manuel. Das ist wohl deine neueste Eroberung, ja? Mein Glückwunsch, Signorina. Sie haben viele lange Nächte vor sich. Seine Ausdauer ist einfach einmalig. Der Amerikaner ist hier und will Silvera umlegen. Und wer weiß davon, die halbe Stadt, was? Nein, nur Calogero, Silvera selbst und wir. Und Sie? Was ist mit Martha Hari? Mein Name ist Nora. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ciao. Ich heiße Rosi. Und ich freue mich noch viel mehr. Sie sehen fabelhaft aus. Von Ihnen höre ich das natürlich besonders gern. Rosi, du weißt doch immer gut Bescheid, was in gewissen Kreisen gekocht wird. Was tut sich? Womit muss man rechnen? Bisher war es so. Silvera und Calo waren die beiden Großen. Und jeder wollte die Stadt für sich allein haben. Aber wenn jetzt wirklich der Amerikaner hier ist, dann sieht die Sache anders aus. Dann gibt's für alle Beteiligten Schwierigkeiten. Diese Auskunft war gratis.
Aber was darüber hinausgeht, kostet Geld. Viel Geld. Geld macht gesprächig. Neapolitanisches Sprichwort. Du, Rosi, siehst du die beiden Bullen da an der Bar? Ja? Könntest du den Moment beschäftigen? Tu mir den Gefallen. Ciao. Bye, bye. Oh, welch hoher Besuch. Seien Sie ihn nicht zum Abend. Küsschen, Küsschen. Was sollen wir? Wer ist sie? Früher war sie Silveras Bettwärme. Und dann Carlos. Angeblich soll sie jetzt was mit Calogero haben. Aber dabei gewesen ist noch keiner. Sie ist die beste Nachrichtenquelle, die wir haben. Da staune ich ja. Was haben die beiden hier zu suchen? Aha, der Hausherr. Das hier ist also deine Bude. Sogar mit einem richtigen Wasserklosett. Neidisch könnte man werden, wenn man sowas sieht. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, dass du derartig in Luxus badest. Hör mal, mein schöner Manuel. Was hast du dir denn dabei gedacht, dass du unsere Zuckerpuppe zur Polizei geschleppt hast, hm? Silvera hat doch gesagt, sie soll den Mund halten, oder war das nicht deutlich genug? Und was hat sie denn hier bei dir rumzusitzen? Sie sollte doch im Hotel bleiben. Wir rechnen damit, dass der Amerikaner in Kürze wieder bei ihr aufkreuzt. Also muss sie greifbar sein. Also los, ab, los! Los, komm ran! Manuel! Jetzt die Wassernummer. Das ist doch sicher mal nötig gewesen. Soll ich dir auch den Rücken abseifen? So tonlich trocken. Die schaffen sich schon allein. Kommissar Calogero, hier bei Manuel sind ein paar lästige Besucher, die ganz übel nach Knoblauch riechen. Kein Grund zur Beunruhigung, Signorina, ist an alles gedacht. Ich habe schon ein paar von meinen Leuten hingeschickt. Die stehen direkt unten vom Haus. Alle, so, Freundchen, jetzt werden wir es mal so probieren. Von mir aus? Du Ratte! Ratte! Und jetzt kommt meine Geheimwaffe, du. Sie kommen keine Sekunde zu. Wo sind die Burschen? Einer im Schrank, die beiden anderen auf dem Örtchen. Die kommen ganz harmlos auf den Drink rüber und plötzlich machen sie Krawall und fangen an, die Wohnung zu demolieren. Du bist ganz schön im Druck, meinetwegen. In Druck bin ich schon, aber nicht deinetwegen. Das enttäuscht mich aber sehr. Dass sie hier irgendwann auftauchen, war mir schon lange klar. Wieso war dir das klar? Weiß nicht, ist doch jetzt unwichtig. Du hast ja so recht. Hallo, hier spricht Manuel. Sie ist eben gegangen. In der Sekunde. Wir warten schon auf dich. Was soll denn das heißen? Loslassen! Wir machen eine kleine Spazierfahrt. Steig ein.
Wo soll es denn hingehen? Tanzen. Na, wie schön. Dann lasst euch nicht auf die Füße treten, meine Herren. Guten Abend. Ich bin Carlo. Es ist mir ein ganz besonderes Vergnügen. Na, das wollen wir erst mal abwarten. Ich habe heute von dem Brief erfahren, den die Silvera gebracht haben und wie er sich dafür revanchiert hat. Ach ja? Und ich habe Ihrem Freund alles gesagt, was ich weiß. Ich nehme doch an, dass sich das rumgesprochen hat. Silvera ist alles andere als mein Freund. Er ist meine schärfste Konkurrenz. Ich habe Sie hier holen lassen, weil ich Ihnen einen Vorschlag unterbreiten möchte. Ich bin bedient für heute. Es hat keinen Zweck, verausgaben Sie sich nicht. Zu großes Risiko, das kann die Sache nicht wert sein. Kommt ganz darauf an, wie man es sieht. Es ist mal was anderes, nicht das Übliche. Diesmal sind keine Briefe abzugeben. Sie nehmen einfach das Geld und verjubeln es. Runde 10.000 Dollar. Ich wüsste wirklich nicht, was ich Ihnen für 10.000 Dollar sagen soll. Wir verstehen uns falsch. Ich will ja damit auch nichts von Ihnen kaufen. Betrachten Sie es als meinen Dank dafür, dass ich Sie kennenlernen durfte. Gewissermaßen als kleine Anzahlung. Wenn der Amerikaner wirklich etwas gegen Silvera unternimmt oder umgekehrt, beides ist möglich. Aber wie dem auch sei. Wir werden uns nicht einmischen. Verstehe. Und Sie glauben, dass ich in jedem Fall draufzahlen muss, ja? Ich wünsche Ihnen noch einen vergnüglichen Miss Abend. Green. Ja? Ich möchte Sie warnen. Sie spielen ein gefährliches Spiel. Sie haben doch nicht etwa Angst? Nicht um mich. Um Sie. Ich habe eine Schwäche für gefährliche Spiele. Ciao. Na, Pater, wie wär's mit uns beiden? Ich fürchte nicht zu gut. Sie tut nicht weh. Ja, tanz mit Ihnen. Ein paar Lockerungsübungen können Ihnen nicht schaden. Aber ich kann doch überhaupt nicht. Bitte, bitte erlassen Sie es mir noch mal. Das gibt den Schal her, Liebling. Ich hab doch rauen Hals. Ach, was, bei hier ist gar nichts raus. Nanu, Pater, was machen Sie denn hier? Ich bete für dich, mein Sohn. Ja, für mich bitte auch gleich mit. Traurig sein, wenn ich euch jetzt verlasse. Oh. Also vom Küssen habt ihr keine Ahnung, Jungs. Du bist doch bestimmt noch Jungfrau. Ciao. Vielleicht später. Herr Direktor, Signorina Grain. Green, meinen Sie? Ja. Sofort. Sofort ist jetzt. Hallo? In der Halle warten zwei Herren, Miss Green. Auf mich? Sie sehen nach Polizei aus. Na gut, dann komme ich gleich runter, danke.
Beine müssen doch wohl mal irgendwo zu Ende sein. Was Sie für die Knie halten, ist der Busen. Das wäre aber nicht nötig gewesen, dass Sie sich hier bemühen. Ist mein Beruf. Worum geht's denn? Irgendwas Neues? Nichts. Von morgens bis in die Nacht hinein werde ich beschattet. Ich bin nur noch nicht dahinter gestiegen, was interessanter ist. Meine Beine oder der Amerikaner? Es wurde mir zugetragen, dass Sie eine beachtliche Summe bei diesem Kaluk kassiert haben. Ach, die 10.000 Dollar? Miss Green? Jemand für mich? Ja. Entschuldige, mein Kleiner. Telefon? Wenn es recht ist, Miss Green. Hallo? Ja, Augenblick mal bitte. Hier ist jemand am Apparat, der mit mir schlafen will. Jetzt fragt er, ob er zu mir ins Hotel oder ob ich zu ihm kommen kann. Tja, wie soll ich mich dazu äußern? Also hier oder da? Wir mischen uns doch nicht in Ihre Intimsphäre ein. Ciao. Hör mal, Liebling, hörst du, du kannst herkommen, aber lass mir vorher noch ein Stündchen Zeit zum Einsingen. Manche Männer haben doch ein unverschämtes Glück und unser einer. No Schand. Nicht dran rühren. Machen wir, Signorina. In ihren Augen leuchten die Sterne und in der Ferne, oh, was sehe ich denn da? Es ist ja zum Ersticken hier drin. Aber Signorina, legen Sie doch was ab, dann wird es gleich luftiger werden. Auf mich brauchen Sie keine Rücksicht zu nehmen. Darf ich mal neugierig sein? Sind Sie verheiratet? Ja, und wie? Ist so eine Jugendeselei von mir gewesen. Und haben Sie nebenbei eine Freundin? Auch wenn ich sie im Dutzend hätte, würde ich für sie einen ganzen Harem stehen lassen. Hören Sie? Die ganze Zeit. Wir werden von zwei Wagen verfolgt, von einem Citroën und einem Fiat. Na und? Mein Mann fährt den Citroën und in dem Fiat sitzt die Frau von meinem Freund. Ja, ja. Schnelle Wagen, einer wie der andere. Jetzt stellen Sie sich bitte mal Folgendes vor. Gerne. Der Mann in dem Citroën... Stellen Sie sich vor, in dem Citroën würde der Mann von Ihrer Freundin sitzen und in dem Fiat Ihre Frau. Was würden Sie tun? Meine Frau hat Gott sei Dank keinen Fiat, aber ich sehe, da ist noch einer hinter Ihnen her, und zwar ein grüner Alpha. Tatsächlich. Verstehe ich nicht. Was will der denn von mir? Vielleicht sitzt in dem meine Frau drin. Mal nachdenken. Wenn die Frau von meinem Freund in dem einen Wagen ist und mein Mann in dem anderen, dann muss der dritte Wagen ein Polizeiwagen sein. Ich höre Polizei. Ich sehe da zwar noch nicht ganz durch, aber wenn die Polizei mitmischt, wird's ein Mordspaß, das weiß ich. Da kommen wir voll auf unsere Kosten. Oh, der schreckt vor nichts zurück. Haben Sie gesehen, wie der sich in die Kurve gelegt hat? Sind wir hier in Monza oder wo? Wir müssen die unbedingt abhängen. Ganz recht, im Abhängen bin ich Weltmeister. Wissen Sie, wie wir das machen, Signorina? Wenn das nächste Mal rot kommt, halte ich, und bevor ich wieder losfahre, springen Sie raus, ja? Sie sind mein Lebensretter. Für Sie rette ich gern. In Ihren Augen leuchten die Sterne und in der Ferne. Achtung, Signorina, Startloch graben. Gleich ist es soweit, kann sich nur noch um Sekunden handeln und dann hopp da raus, wo es Platz hat. Jetzt! Mamma mia, wäre das ein Braten gewesen. Juhu!
Wird hier Solitär gespielt? Hm, was bleibt mir anders übrig? Na und? Verloren? Hm, auf der ganzen Linie. Pech im Spiel, Pech in der Liebe. Kann ich irgendwas für dich tun? Hm, nein. Vielen Dank. Hier könnte nur Manuel helfen, aber der ist vergeben. So? Aber nicht an mich. Ich kann ohne meine Kontaktlinsen so schlecht sehen. Womit wedelst du da rum? Sind das Dollars oder Lire? Dollars, meine Süße, denn der Dollar wackelt sich wieder hoch. Machen wir ein Spielchen? Ach ja, jetzt kann ich's erkennen. Eine vertrauenerweckende Farbe. Grün ist die Hoffnung. Also, fangen wir an. Ich bitte um den Einsatz. Ich weiß ja noch gar nicht, was wir spielen. Wer ist wer? Calo und Silvera kontrollieren in Neapel den Hafen, den Flughafen, alle öffentlichen Verkehrsmittel und sogar die Taxis. Du würdest niemals hier rauskommen. Glaubst du wohl nicht, hm? Nein. Dann wollen wir doch mal sehen. Gewonnen. Bin anscheinend raus aus der Pechsträhne. Weiter. Silvera und Calo sind also die beiden Großen. Und beide wissen, dass der Amerikaner sie ausbooten will. Deck auf. Du hast aber wirklich Glück. Sieht so aus. Und beide glauben, du bist der Todesengel. Jetzt bin ich neugierig, ob Fortuna mir auch weiterholt bleibt. Was wird als nächstes passieren? Dir jedenfalls nichts. Solange bis die Kugeln fliegen. Gleich noch eine Frage. Wer verteilt den Stoff? Wer ist dafür zuständig? Dafür zuständig ist Ali. Das geht alles über seinen Nachtclub La Tigra, unten im Hafenviertel. Aber wenn du da hingehen willst, dann nimm dir eine Zimmerflak mit. Sicher ist sicher. Ah, noch was, mein Schätzchen. Wenn du den Amerikaner siehst, schönen Gruß von mir. Sag ihm, dass ich dir geholfen habe, ja? Für wen arbeitest du? Ich arbeite für alle. Für dich, für ihn, für jeden, der bezahlen kann. Aber ich bin nur ein kleiner Fisch, nur so ein ganz winziger. Bleib so klein. Ich gebe mir Mühe. Ciao. Ciao. Ach, Miss Green. Ja? Signor Manuel lässt um Ihren Anruf bitten. Dankeschön. Den Schlüssel bitte. Bitte? Danke. Sie haben noch nicht etwa versucht, von ihr wegzukommen? Ich sage euch schon rechtzeitig Bescheid, wenn es soweit ist. Das ist immer noch nichts. Du musst noch viel üben. Pardon. Wo ist Manuel? Wer weiß. Entweder bei Calo oder Silvera. Aber mit der Polizei ist er auch ganz dick. Das wäre die dritte Möglichkeit. Sie werden das bestimmt rauskriegen. Sie haben das richtige Fingerspitzengefühl, nicht wahr? Ganz im Gegensatz zu Ihnen. Hey. Entschuldigen Sie.
Dieser Priester da hat mich eben belästigt. Das ist ja wohl die Höhe. Na, dann werden wir einheißen. So ein Schmutzding. Na, warte. Und das während der Fastenzeit. Seht euch den an. Ja, sieht so aus wie ein Stolz. Was haben Sie mit der Dame gemacht? Wer weiß, ob das nur überhaupt keine Aufregung ist. Das ist bloß alles anders gewesen. Ich habe mich dazu gesetzt und... Ist doch Ober. Aber. Jetzt wird er auch noch rabiat. Raul, lass ihn doch langsam. Den lassen wir aus der Kutte springen. Ja, mal. Das ging gar nicht. Aus Staub seid ihr gemacht. Und zu Staub sollt ihr wieder werden. So. Und jetzt fegt euch selber weg. Wir warten hier, bis er kommt. Dann werden wir uns vor Schwielen sitzen. Kuckuck, lasst euch die Zeit nicht lang werden. Das machst du mit mir nicht nochmal. In ihren Augen leuchten die Sterne. Wissen Sie, wo das ist? Sie sind das schon meine wieder? Schöne Signorina, zum La Tigra. Aber schnell. Ich bin ein Glückspilz. So, da sind wir. Ist aber eine ganz üble Gegend. Ich weiß, ich würde auch niemals mit meinem Freund hierher gehen. Na, dem würde es vielleicht gefallen. Und jetzt? Warten Sie bitte da drüben auf mich. Ja. Bezahlen kann ich doch wohl aber später, aber Sie brauchen ja? bei mir doch nicht zu bezahlen, Signorina. Sie kriegen bei mir doch was zu. Für Sie bin ich rund um die Uhr im Einsatz. Ein Vollweib, diese Frau. Ein Vollweib. Mamma mia. Die muss unheimlich scharf auf mich sein. Ciao, Ali. Sag mal, was macht so ein flotter Käfer wie du in dem Laden hier? Krabbeln. Mein liebstes Hobby. Sag mal, Puppe, wie viel nimmst du? Je nachdem, was du hast. Werde ich dir zeigen. Und ich? Wo bleib ich? Immer schön einer nach dem anderen bei mir. Er macht nur den Anfang. Ich lasse dir was übrig. Bist du Italiener oder Franzose oder... Ist doch egal. Wir machen auf gemeinsamen Markt. Nimmst du meinen Kumpel nachher auch noch an? Wenn er gut ist. Woher soll ich denn das wissen? Ach, ich meine ja nur. Es gibt Leute, die probieren alles mal aus. Oh. Du hast es wohl sehr eilig, ja? Hey, was soll der Blödsinn? Was ist denn das? Äther. Du gemeines Luder, du! Schade, von dir hatte ich mir einiges versprochen, aber was sein muss, muss sein. Fahrgestell tipptopp und die Karosserie super!
Und jetzt zum Holiday Inn, bitte. Aber langsam, wenn ich bitten darf. Bitte. Danke. Lieber wäre es mir natürlich, wenn ich schnell fahren könnte, weil ich innerlich schon auf 12 Zylindern laufe. Ach, Signorina, was haben Sie aus mir gemacht? Oh, in Ihren Augen leuchten die Sterne und in der Ferne. Lala, da leuchtet Ihr Bild. Vorsicht. Das Gehör ist noch gut bei dem. Das Mikro ist bereits an Ort und Stelle. Geh mal auf 27 Megahertz. Wenn nicht gleich was kommt, warte. Ist im Moment noch keiner da. Ja, wer ist da? Ich bin's, Manuel. Komm rein. Ciao. Ciao. Hier ist deine Uniform. Lieb von dir, danke. Hallo. Hier ist Silvera. Geben Sie mir Ali. Augenblick, bitte. Aber du kannst von mir nicht erwarten, dass ich mir eine Kugel in den Kopf jage. Ich benutze Kalo, um den Amerikaner auszuschalten. Und wenn das nicht klappt, hast du ihn auf dem Hals. Sagen, es war deine Idee. Du wolltest ihn ausboten. Ach, du blaffst doch nur. Das würdest du niemals tun. Sei nicht so sicher, sonst gibt's ein böses Erwachen. Ich brauche den Stoff für meine Abnehmer in Miami. Sonst machen die mir die Hölle heiß. Ich werde Kalo so anspitzen, dass er auf den Amerikaner losgeht. Warum ist er überhaupt hier? Was will der? Mich fertig machen. Also hör zu. Ich gebe dir diesmal ganze 25%. Das ist ein Haufen Kies, mein Junge. Aber ein indiskutabler Preis für ein Menschenleben. Dein Leben ist doch nur ein Scheißdreck wert. Wenn du mir nicht sagst, wann und wo Kalo beliefert werden soll. Na gut, jetzt hast du mich soweit. Aber aus der anderen Sache lass mich gefälligst raus. Ich meine, hetz nicht den Amerikaner auf mich. Kalo wird dich sagen, dass ich mit dem Schiff aus Tunis die Verbindung verloren habe. Es kommt heute an, an der Cala Bianca. 6:30 Uhr. Dann lass alles programmgemäß laufen. Wie viele Leute sind da? Drei. Es sind immer drei. Silvera. Du wirst mich doch bestimmt nicht reinlegen. Nun mach dir nicht in die Hosen, Ali. Du bist ja ein Hellseher. Ein Junge wie du, der so aussieht und mit solchen Qualitäten, es wäre sehr schade um dich. Welche Rolle spielst du eigentlich? Geh weg von hier, weg aus Neapel. So weit wie es geht. Eines Tages wirst du die Geschichte mal in der Zeitung lesen. Was könntest du machen? Ich meine, hast du einen Beruf? Nein. Ach, du hast keinen Beruf? Dann müssen wir ja für dich was finden. Du kannst mich ja einstellen. Hier, Nora. Ich brauche sie wieder mal. Na, dann sag schon. Arbeitest du für die Polizei? Oder für die Leute in Miami? Für den Amerikaner? Für den also. Es könnte gut für dich sein, wenn ich Bescheid weiß. Es ist rührend, wie besorgt du bist. Vergiss es. Komm. Behandeln Sie ihn pfleglich. Er ist mein bestes Stück und ich möchte ihn in gebrauchsfertigem Zustand wiederhaben. Thank you.
hier läuft alles genau nach Plan. Ihr könnt euch dann gleich in Bewegung setzen. Die Ware hat bereits den Besitzer gewechselt und die drei sind unterwegs. Sie werden jeden Augenblick bei euch oben sein. Inde. Ohne Gepäck geht's sich besser. Hallo, Senor Silvera, hier ist Ihr Blondengelchen. Ich habe hier etwas, was für Sie recht interessant sein dürfte. Ich selbst habe weniger Verwendung dafür. Ich fröne zwar auch meinen kleinen Lastern, aber Koks gehört nicht dazu. Und da dachte ich, ich könnte Sie damit erfreuen. Gegen Bezahlung natürlich. Jeden Preis, jede Summe. Schicken Sie Ihre Boxerriege weg, dann liefere ich Ihnen die Hälfte frei Haus. Was heißt das? Warum bloß die Hälfte? Die andere Hälfte kriegen Sie erst, wenn ich weg bin. Aber keine Angst, Sie kriegen sie. Sie werden ja verstehen, dass ich kein Risiko eingehen will. Bye, bye. Ach, und noch was, Signor Silvera. Bitte nicht Ihr italienisches Spielgeld. Harte Dollars. Auf Wiedersehen. Dieses verdammte Biest, dieses blonde Gift. Kommissar Calogero, hier Nora Green. Ja? Na, sind Sie bei Calabianca auf Ihre Kosten gekommen? Wo stecken Sie? Ich habe Sie vorhin angerufen. Sie waren nicht im Hotel. Ja, ich bin weggegangen. Kaffee trinken. Aber ich hätte Sie dringend sprechen müssen, Sie dämliches Luder. Herr Kommissar. War nicht so gemeint, man rutscht manchmal aus, aber wo sind Sie denn jetzt? Ach, ich gehe spazieren, guck mir die Leute an, die Geschäfte, die hübsche Stadt. Scheint aus einer öffentlichen Zelle zu sprechen, lass gleich mal feststellen, aus welcher. Ja? Sie sollten Ihre Stimmbänder nicht zu strapazieren und abgesehen davon würden Sie die Zelle sowieso nicht finden. Was halten Sie davon, wenn Sie mal ein bisschen Ordnung in die Dinge bringen? Kaufen Sie sich Silvera und Callo, das dürfte sich lohnen. Sie werde ich mir kaufen. Ich fürchte, Sie überschätzen Ihre Finanzen. Dieser Callo ist jetzt gerade unterwegs zu Silvera. Und wie ich das sehe, werden die beiden sich gegenseitig zerfetzen. Ach, übrigens. Sie werden dort auch Koks finden. Arrivederci. Koks? Warum Arrivederci? Und woher wissen Sie? Sie dürfen aber nicht zu früh da sein. Nicht vor Callo, hören Sie? Und jetzt, ciao, ciao. Augenblick, eine Frage noch. Ciao, kleiner Bösewicht. Kleiner Bösewicht? Damit hat sie dich wohl gemeint. Nora hat sich da in was reinmanövriert. Ich sehe nicht, wie wir ihr noch helfen können. Ich auch nicht. Und warum sollen wir sie auch rauspauken? Ist ihre eigene Schuld. Sie ruft Calogero an und lädt ihn auch zu der Party ein. Ist doch eine Schnapsidee. Für mich ist Nora ein zu großes Risiko. Sie macht ständig Sachen, die wir uns einfach nicht leisten können. Ihr stoßt also beide ins gleiche Horn? Seit Jahren bauen wir uns das Image vom Amerikaner auf. Steinchen für Steinchen. Wollen wir uns das jetzt kaputt machen lassen? Zum ersten Mal steigt jetzt die Polizei mit ein. Und wir müssen damit rechnen, dass in Kürze die ganze Branche über den Amerikaner Bescheid weiß. Dass er ein Papiertiger ist, nie existiert hat. Und Nora. Nora ist die, die uns das eingebrockt hat. Deshalb mache ich für sie keinen Finger mehr krumm. Richtig. Genau. Sie muss eben jetzt selber sehen, wie sie zurechtkommt. Eins ist sicher. Wenn es erstmal rum ist, dass es den Amerikaner nicht gibt, dass wir ihn erfunden haben, dann ist für uns nichts mehr dran. Nein. Dann können wir den Laden zumachen, das stimmt. Silvera! Silvera! Callo! Callo ist im Anrollen! Dann trommle die Jungs raus, aber es wird nicht geschossen. Schon klar. Darf ich reinkommen? Du willst uns beide reinlegen, was?
Verdammtes, dreckiges Miststück. Aber Signor Silvera, bitte nicht in diesem Ton. Ich bin doch hier, also was wollen Sie? Und hier sind Ihre Scheine. Sonst noch was? Das wäre beinahe ins Auge gegangen. Hätte mir leid getan für Sie. Da hast du dich aber genau zwischen zwei Stühle gesetzt. Bedank dich dafür bei deinem Amerikaner. Danke. Gern geschehen. Wir fahren ja schließlich gewissermaßen auf demselben Dampfer. Sind Sie soweit? Ich denke schon. Wie wäre es damit? Kommt auf die Qualität an. Zweite Wahl, wenn nicht dritte. Probier mal. Bis nachher dann am Flughafen. Mit dem grünen Türken, nicht vergessen. Keine Sorge, bei mir wird prompt geliefert. Kannst du doch nicht mehr arbeiten. Besser als gar keiner. Da will jemand was von uns. Du bist dran. Wo sind Sie denn? Was habt ihr auf dem Herzen, meine Kinder? Oh, mein Junge! Ruhe in Frieden. Thank you.
Pass auf, wo du hinaus, da steht unser Mann! Stopp! Stopp! Ja. Und nochmal! So! So, das können wir besser! Und jetzt mit Musik! Der Junge sträubt sich! Eins und zwei! Hinhalten, das Köpfchen vor's Brett! Er hat mich getrieben! Auch das noch! Jawohl, mein Freund, hier ist auch noch einer. Ja. Halt! Halt, halt! 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 Der Hebel! Der Hebel! Daneben! 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 Jetzt zeig mal, was du kannst. Ja! Alle, ja! Trainiert ist trainiert! Halbe Portion! Und jetzt der Wasserbruststoß. Ja, jetzt polier ihm seine Glatze. Oh, Achtung! Ja! Ja! Aber jetzt! Oh. Er muss doch reinzukriegen sein! Das werden wir gleich haben. Bleib so stehen, ja? Nee. Das wäre ja wohl gelacht. Und wieder der Wasserbrustsprung. Ja? Ja. Der dritte Wasserbrustsprung. Er kann doch nicht hören. Lass dir reichen die Nase ab. So. Und auf ein neues. Entschuldigung. Du bist ja schon wieder draußen. Hinein! Oh!
Gespenst. Ja, ja. Ich hab's ja mitbekommen, mein Kleiner. Steig ab. Wacker, wacker. Ich bin aber noch nicht fertig. Machen wir noch eine Runde, bitte. Na, komm. Ja, sit. Wieder nichts. Ja. Immer ran. Ich schau dich auch noch. Du. Immer haut den Lukas. Ich bin's wieder. Jetzt hat sich's aber ausgesprungen. Lass mich runter. Jetzt ist Schluss. Das hast du doch gar nicht nötig. Jetzt ziehen wir dich aus dem Verkehr. Was machst du denn mit mir? Was soll das werden? Jetzt darfst du mal Luftschaukel fahren. Lass mich aus. Ja, gratis sogar. Ui. Oh, lass mich runter. Halte sofort diesen verflixten Hunde, gebe ich an. Lass mich aussteigen. Lass mich runter. Das vertrage ich nicht. Ich hab doch einen schwachen Magen. Hör doch auf. Och, mein Dickerchen, mein armer Alter, was haben Sie denn mit dir gemacht? Du bist ja pitschnass. Bist du etwa ins Wasser gefallen? Fröhliches Planschen. Ciao. Grüß Gott. Das war's eben. Los, zurück. Ich muss mal. Idiot. Polente, jetzt aber weg. Ich möchte verflixt noch eins wissen, wo sie hin will. Was sie vorhat, will ich endlich wissen. Die Polizei erfährt alles als Letzte. Warum wohl? Schneller! Mini kam mit dem Maximotor. Wasser! Eine Irre ist das! Ja.
Also wenn ich das Heil überstanden habe, gehe ich in Pension. Das ist ja zweifach mörderisch. Meine Zellen. Vorsicht, Stufe! Meine Federn! Machen Sie doch dieser Furie nicht alles nach! Der Mensch fährt, als ob er einen Traktor unter dem Hintern hat. Warum rasen Sie so? Sie wollten auch hinter der Ich her. Wünsche keine Diskussion darüber. Jetzt liegt es sich noch mit mir an. Statt gut zu fahren, fährt er mir durch den Mund. La bella ragazza. La bella ragazza. Lass mich doch schon vorbei. Sind Sie denn überhaupt schon mal Kurven gefahren, hä? Nun mach doch schon! Na, worauf wartest du denn? Dieser Idiot! Na, wo bleibst du denn? Na bitte, wenn's dir Spaß macht. Und nun sieh schon wieder. Der braucht nicht mehr zum TÜV. Bremsen! Jetzt haben wir sie! Jetzt aber drin bleiben! Bleiben Sie dran! Bleiben Sie dran! Jetzt wenden! Da haben wir es! Weg ist sie! Und dieser Trottel rührt sich nicht, sitzt da und glotzt hinterher! Fahren Sie doch, Mann! Jetzt könnte sie noch einholen! Los, ab! Was ist denn? Warten Sie! Halt, halt, halt! Ich will doch auch noch mit! Diese Mann braucht doch nur Mist! Und ich auch! Ohne mich geht's doch überhaupt nicht! Quetschen Sie mir nicht den Arm und gehen Sie mir von der Pelle! Entschuldigung! So Fisch und Fisch und dann diese Preise. Nein, bis jetzt? Was machen Sie denn mit mir? Ich bin doch noch nicht fertig. Was geht hier vor? Wen haben wir denn auf dem Kühler? Anhalten, stopp! Weit haben wir es gebracht. Hier kann man ja noch nicht mal in Ruhe auf dem Klosett sitzen. Aber zum Mondfliegen. Ja, man zerstört die ganze Polizei. Runter hier. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich bin noch nicht fertig. Nicht auf meinem Kotflügel. Runter. Sie haben was vergessen. Ach ja, das wird ja noch gebraucht. Nicht zu fassen. Kann Ihnen sagen, das vielleicht ein Gefühl? Schieben Sie ab mit Ihrem Topf. Geht's endlich weiter? Ab die Post. Oh, heute passiert aber auch wirklich eine Panne nach der anderen. Ausgerechnet heute, als wenn der Wurm drin ist. Warum überholen Sie denn nicht?
Weißt du, meine beiden Freundinnen sind jetzt zusammengezogen, beide in eine Wohnung. Macht sich fabelhaft. Zwei Mäuschen in einer Falle und ich bin die Falle. Ciao. Ciao. Ich brauche Sie nachher. Warten Sie hier. Stehe zur Verfügung. Was? Auch eine von denen, die ich glücklich machen kann, Stammkunde. Sie wollen doch nicht sagen. Doch, jeden Mittwoch. Und was machen Sie Donnerstag? Ich? Da mache ich Ihre Mutter glücklich. Oh. Warum fahren Sie nicht weiter? Warum stehen wir hier noch? Geben Sie schon Gas! Los, rauf auf die Rampe! Ich sehe wohl nicht richtig. Das gibt's ja doch nicht. Das ist eine schöne Bescherung. Da haben Sie sich ja wieder mal einen Akt erlaubt. Ein Geniestreich ist das. Merkt doch gleich, wenn ein Fachmann am Werk ist. So, da bin ich. Und wo soll's hingehen? Zum Flughafen. Ach, das lohnt sich ja. Ich habe schon wieder die Polizei auf dem Hals. Kommissar Calogero. Ach, das ist doch kein Grund zur Aufregung. Dieser Kommissar Calogero ist mein Bruder, sogar mein Zwillingsbruder. Vor dem brauchen Sie keine Angst zu haben. Aber bitte, bitte, wie Sie wollen. Das ist ja eine schöne, teure Fuhre. Ja. Ja, ja, los. Verdammter Mist, jetzt kann ich nur noch meinen Hut nehmen. 20 Dienstjahre und dann sowas. Was soll ich denn mit dem Zeug? Lassen Sie das liegen. Was wollen Sie hier? Hier wird nichts verkauft. Verschwinden Sie! Verschwinden Sie! Machen Sie, dass Sie wegkommen! Weitergehen! Verschwinden Sie! Ja. Vielen Dank für alles. Bye, bye. Letzter Aufruf für Flug Alitalia 107. Last call for flight Alitalia 107. Die haben schon Verspätung. Ja, ja. Meine Damen und Herren, im Namen von Kapitän Caroli und seiner Besatzung begrüße ich Sie an Bord und wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Wollen Sie sich jetzt bitte anschnallen und das Rauchen einstellen? Danke. Ladies and Gentlemen, on behalf of Captain Caroli and his crew, I welcome you. Jetzt sind wir vollzählig. Thank you. Hier? Hm.